Hallo meine Freunde, willkommen zurück in, ich wollte schon sagen Pimmelparty, nee, in Party Animals. Wir drehen eine Runde. Ich weiß nicht, wie oft wir spielen dann irgendwann, weiß ich nicht, gekauft habe ich sie schon. Aber wir drehen eine Runde. Es ist so ein bisschen chaotisch teilweise, aber ja. Die Umgebungen sind schön, es macht irgendwie auch Spaß. Natürlich nichts gegen Sunken Land, also keine Frage. Aber... es gibt übrigens neue Emojis. Angepasst an moi Emojis, nur sind noch nicht alle freigegeben. Für ein Wasabi. Prost Wasabi. Das Emoji, das kleine, hat das Kuhhemd an. Ich habe das extra dem Typen geschickt. Ich habe auch andere davon noch, aber die sind noch nicht freigegeben. Das müsste bei Twitch erst einmal nachdenken, ob das eh passt. Na, mit Bier, Big Boy. Weil der Wasabi da ist, nehmen wir wieder ein Wasabi seinen Charakter. Nein, der Wasabi darf sich einen aussuchen. Wasabi, magst du dir einen Charakter aussuchen? Verbiete eine Aktion, nicht laufen. Wie lang zählt das? Ich muss mir das mal irgendwo hinschreiben. Katze, wenn es geht. Ja, warte, ich schau grad. Wie 1000 kostet die Aktion verbieten? Ne? Für 5 Minuten steht da. In deinem Sorry, aber du kannst es nicht tun. 5 Minuten. Ich sehe das nur da. Sehe ich das irgendwo auch im Chat, irgendwie, wenn ich drauf gehe oder so? Aber ich sehe das irgendwie da nicht. Ich sehe nur die... ja, wo steht die 5 Minuten auch irgendwo? Weil ich muss das immer suchen zuerst. Ah, wenn ich selber starte, steht das drunter, genau, da steht, das sehe ich so nämlich nicht, okay. Na, 5 Mins steht eigentlich im Text dabei, wenn ich drauf drücke, drunter steht 5 Minuten, okay. 5 Minuten ab Match Start, Wasabi, du darfst da einen Charakter suchen, du hast gesagt, eine Katze, ja, gibt's ja. Wobei, ich habe dich als Charakter gewählt vorher. Nehmen wir irgendwas Beschissenes, was ich eh nicht kenne, das da. Aber was ich was denke. Nee, da steht wirklich eine Beschreibung dabei, aber das sieht man erst, wenn man draufklickt, glaube ich. Also. Ah ja, kein Fluchen ist auch wieder kommen. Wie schön. Danke, Karolinchen. Wie viel kostet das? Ich glaube, das werde ich auf 15.000 ändern. Ja, es war wirklich Glück. Steht, wenn ich drauf drücke. Wenn ich drauf drücke, dann steht bevor es abgeschickt wird, drunter ein Text. Da war Sabi, den habe ich für dich gehabt, den Charakter. Ich habe mir halt gedacht, ich habe vorher gesagt, so schaust du wahrscheinlich, wenn ich Sunken Land spiele. Jetzt schauen wir mal, ob wir eine Katze für ihn finden. Da, Witzekatze. Genehm. Noch schlimmer? Warte mal. Wir könnten da Wasabi dann noch schauen. So. Na, so. Der. Ich nehme mir die Katze für dich. Toll, bis 6 nach darf ich nicht laufen. Meins nach habe ich die Meldung gesehen. Sollten dann die Uhrzeit dazu schreiben. Okay, hat sich erledigt. Das ist fies gewesen, Daki. Mit nichts schlagen könnte ich wenigstens flüchten.
Next time. Ah, hast du keine Klatschen. Cool. Für jetzt ist es, glaube ich, noch da. Ich habe jetzt die, er mir dann gesagt, du musst die Preise anpassen. Mal, ich habe es mal original lassen. Ich habe das mal was anpasst. Fluchen kostet jetzt 1.000er mehr, weil ich mal so schwer tue. Verbiete eine Aktion kostet auch 1.000er mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das schon seht. Gilt aber fürs nächste Mal dann. Da müsst jetzt beide das Kanalpunkt da davon machen. Der eine das, der andere das. Nee, aber das ist zu niedrig. Kommt her, kommt her, kommt her alle. Komm. Kommt her. Bleib einfach da liegen. Komm her. Die Scheißkatze. Der bewegt sich übrigens vorwärts, wenn ich schlage, ja? Ich lebe schon überraschend lang dafür, dass ich nichts tue. Eine Minute darf ich mich noch nicht bewegen. Fünf nach ist, bis sechs nach nicht. Nicht! Bring mich nicht um! Geh weg! Hau ab! Ging nicht. Das Problem war jetzt gerade, ich hab gedacht, ich hab springen darf ich ja, ne? Jetzt bin ich so knapp vor der Wand gestanden, aber ich hätte nach vorne drücken müssen, um zu klettern. Es ist 6 nach, ich darf mich bewegen. Schreibt, ich weiß nicht, ihr müsst mich immer gleich darauf aufmerksam machen, ich stehe im Chat die Uhrzeiten nicht, damit ich das wirklich richtige Uhrzeiten nehme. Aber es war 1 nach ungefähr. Au. Ich muss das lesen auch zuerst, gell? Bombe. Ich will nur da in die Ecke. Moment, ich muss das kurz dann lesen. Das gilt dann gleich Minuten beginnen ab nächster Runde. Oder wenn ich jetzt tot bin. Hab ich selbst killt. So, was haben wir da jetzt? Nicht schlagen. Nicht schlagen, nicht laufen, wir müssen mal schauen, ja. Ja, aber wenn ich es jetzt starte, ist ja blöd. Dann machen wir einen Timer, ich stelle die Uhr. Ich habe den Timer, warte mal. Ich hätte nur gehabt, ich brauche die nicht mehr. Reset. Ist auf 5 Minuten gestellt, beginnt jetzt. Weil ich gerade, achso, ich darf ja nichts. Also ich darf gar nichts, ja, gell? Muss ich mal schauen, wie ich einen Timer auf mein Steam, das Stream Deck kriege oder so.
Nein, ich schlage nicht laufen, ich darf eh nichts. Oh ja, oh, ich darf hüpfen. Hüpfen darf ich auch. Haha, ihr habt gesagt, nicht schlagen. Darf ich treten? Oder nehmen wir Schlagen als Offensivfähigkeit? Weil ich kann mit Rechtsklick treten. Ja, also nicht Kampf. Okay, passt. Aber ich darf am Stand springen. Das bringt eh kein was, aber ich darf am Stand springen. Also müsst ihr euch einig werden. Der Taki hat gesagt, ich... Achso, der Taki hat mir das Laufen verboten. Die Karolinchen mal schlagen. Das heißt, wenn Karolinchen sagt, ich darf treten, dann darf ich treten. Sie ist die Herrin über die Fähigkeit. Ja, ich habe bis jetzt nicht braucht wirklich das Wasabi, weil man es vorher gesagt hat. Ich müsste da irgendwo dann. Ich habe nämlich so eine Uhr so eine. Ich habe eine Uhr hier. So einen kleinen Timer-Ding. Für früher von den Aufnahmen. Da kann ich auch 5 Minuten einstellen, runterzählen lassen. Dann piepst er. Das hört sie dann sogar, weil das eh laut piepst. Ja, es liegen alle drei darum. Scheiße, Bombe ist zu weit weg. Toll, 2 Minuten 50 darf ich nur treten und hüpfen. So, ja, kann man. Ich habe es mal alles standard lassen. Das war das, was die Leute gemeint haben. Man muss dann irgendwie noch das mal irgendwie ändern. Ich kann nicht schießen. Ich habe zufällig so ein Ding aufgehoben. Ist mir das macht eh nichts. Das tut die Leute nur schubsen. Weißt, normal erwische ich die Armbrust nicht mehr, wenn ich mich bewege. Jetzt bin ich tot. Was habe ich? Die Katze ist tot, glaube ich. Ja, genau, haut drauf auf mich. Ich bleibe einfach liegen und rühre mich nicht. Vielleicht ignorieren sie mich. Geh weg, Ente. Hau ab, Ente. Ja, genau. Lieg eh schon am Boden und noch mit Tasern, ja. Genau. Bleib einfach da liegen und schlaf. Sag mal, Krokos, hast du irgendwas gegen mich, oder? Tja, hätten wir im Tutorial aufpasst, wüsstest du, Kroko, damit du mit F die Waffe wegschmeißen kannst und mich heben. Weil da habe ich ein Glück. Ich bin noch immer da. Ah, der Bär! Immer 50 Sekunden noch. Hey, ich hab ihn treten. Nein, geh auf, lass mich los. Geh auf. Darf ich raufklettern wenigstens? Mir geht nämlich da oben dann die Puste aus. Schon, du Scheißding. 14 Sekunden. 10. Ja. Warte mal. 5. 4. 3. Timer ist aus. Ich weiß nicht, ob's, ob es Ding. Geh mal da Ente in die Fresse, weil die hat mich vorher kaut.
gleiche zu tun haben. Ich muss mich ja orientieren. Nein! Ich sehe nichts. Ja, genau. Blöder Bär. Warte, ich bin da gerade leicht gestresst. Das reißt uns beide. Warum bin ich jetzt tot, der nicht? Ich finde es blöd, wieso quietscht der Timer hier nicht? Ich meine, er hat seinen Zweck erfüllt, aber ich hätte einen Beep, Beep, Beep erwartet oder so. Kein Fluchen! Okay, warte, das ist besser. Das sind zwei Timer. Kann ich es unterschiedlich einstellen? Ich stelle jetzt auf 5 Minuten an. Schauen wir mal. Was war das Fluchen? 10 Minuten, gell? Läuft. Da oben 9 Minuten zählen runter. Play again! Du, du, du. Play again! Ah, oh, Flugzeug! Ich habe einen Mikrofonhalter. 60 Euro kostet das Ding. Aber ich muss ehrlich sagen, der erhält das Mikro. Hört sich jetzt blöd an irgendwie, aber der geht wirklich gut. Oh, schön zum Drehen. Ohne wackeln viel. Wasabi! Bleiben wir wieder bei deinem Kätzchen. Und dann nehmen wir den Fisch. Ja. Katze schaut euch schon lieb aus, muss man sagen. Okay, jetzt bedienen wir die Katze, das brauche ich nicht fragen. Dann nehmen wir die Katze. Ready to Katze. Wir streamen das jetzt 1 Stunde 42. Habe ich irgendwas auferlegt, außer dass wir ihn reden und mit Fluchen nicht, gell? Ich hab den da voll durchgewurschtelt. Der nimmt den wieder falsch, den muss man nämlich auf der richtigen Seite nehmen, sonst wird das nichts. Der wollte mich gerade erwischen, nein, das war nicht so wie ich vor, voll an mir vorbei. Es ist blöder mit den Waffen ist. Das Problem ist, dass irgendwann mit den Waffen hier, du kannst niemanden hinwerfen.
Ja, danke. Ich wollte die ewig haben. Das ist ja nervend. Los, mach was. Au. Tot. Beweg dich. Tot. Scheiße. Ah, nicht scheiße. Oh, die Kuh nehmen wir irgendwann. Bomberman! Da muss ich eine Minute dranhängen. Das Treffen ist ja wirklich schwierig. Weil es ist ja das Problem an dem Schlagen, ist, es ist total verzögert. Du musst schon urfrüh drücken, dass du den dann triffst. Aber wenn du ihn triffst, triffst du ihn ordentlich. Okay. Bombi. Na, na, na. Aufstehen, 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 aufstehen. Der Hase hält sich von mir fest. So bin ich jetzt da oben verreckt. So. Au. Kriegen wir alle hier pushen. Ich sehe gerade den Chat übrigens nicht, ich muss kurz warten.
Was, ich wollte ihn gerade wegräumen. Steh auf, steh auf, steh auf! Die 1 Minute Verlängerung wurde addiert. Da wird addiert. Aber erst nach Ablauf vorlass damit nicht. Da lebendig waren von. Darf ich nicht sagen. Mal lebendig, er war nie tot, also. Au. Voll an die Wand dran. Man, es ist normal, nicht so ungut, aber. Ich hab ihn getroffen! Schieb ihn runter! Schieb ihn ab! No fish. Will der andere auch genau auf den ballern, ja? Wenn er darauf will. Also die Zeit ist vorbei. Irgendwie rennen die Timer ab, aber piepsen alle nicht. Wir machen das jetzt anders. Wir machen das wirklich mit Alexa. Ich habe einen erwischt, du kriegst selber einen drauf. Mich reißt gleich mit. Weil ich habe selber Schuld, wieso probiere ich ihn denn auch, wenn er den da gerade reißt.
Also ich wollte den Schläger gar nicht, weil ich kann mit dem Schläger nichts runterwerfen dann. Au! Okay, mit dem kann man schon was runterwerfen. Oh, oh! Boah, gerade noch. Oh, wieso bin ich jetzt? Achso, ja. Schade, ich wollte nämlich extra über die Bombe, dass mich nicht von runter schleudert. Round 6. Ich zieh die gleich so mit runter. Ja, ich habe aber nicht geglaubt, dass mich die Bombe umbringen kann vom Damage oder so her, sondern dass sie die eigentlich nur wie alles andere in dem Spiel auch nur weg, weil es gibt ja keine Leben, dass sie mich nur wegstoßen. Ich wollte hinten sehen, dass ich einfach nur an die Stiegen fliege und nicht vorne runter. Deswegen hat es mich gewundert, aber dahinter war schon sehr viel Ding. Scheiße, ich falle immer mit runter, weil das Ding irgendwie nicht... Abstand. Den habe ich schon erwischt, jawohl. Ah, zwei dem Grünen. Man sieht es aber auch schlecht, muss ich ehrlich sagen, die Kamera, also wirklich ein Übergang, schön eine Kante, wo ist jetzt noch giftig und wo noch nicht, weil zu fließend ist, ist ja doch schwierig. Aber, yay! Ich sitze da hinten und mache gar nichts jetzt. Fuck's. Play again. Irgendwas chat das mal. Da waren wir noch nie. Gator Valley. Ich darf fluchen, oder? Ja, darf ich. Fuck! Und bleiben wieder bei der Katze. In Wasabi. Bis! Weil der ist auch knuffig. Das ist auch eine Katze, was er will. Bleiben wir mit dem. Wenn es eine gefleckte Kuh gibt, dann natürlich muss ich leider eine gefleckte Kuh nehmen. Versenkt. Hey, geh weg, geh weg, 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 weg. Ab. Das war jetzt die Rakete. Sag einmal, ich war noch nicht mehr oben. Da geht's in die andere Richtung. Das ist nur ein Chuck oder? Was soll der andere das machen? Na!
ich wollte den extra noch in Ruhe lassen. Ich habe gedacht, lass den. Wurscht. Ah, dann schubst mich der. Der war gemein. Der war echt fies. Ich habe mir echt gesagt, lass den reinhauen. Gehst weiter. Das war, was du sagst. Du, dir ist schon klar, dass du nicht glauben brauchst, dass du da irgendwas magst. Und du da hinten hast nicht wirklich einen Leiber. Der braucht nur mehr warten, weil die saufen sowieso ab. Die kommen nicht mal gegen die Strömung, kommen sie nicht nach vorne. Ach, man schmeißt nie so weit dann. Jetzt habe ich immer das Problem, dass ich mit dem runterschmeiß. Au. Wenn ich runterschmeißen muss, ich nach üben, glaube ich. Ja, die, du siehst das ja, habe ich. Die werfen nur so ein kurzes Stück. Und das, die steuern sich. Die steuern sich so schwammig alle. Ach. Ja gut, das gehört zu dem Spielding. Das ist wie bei Fall Guys, war auch alles schwammig. Fisch hat die Kappe da einzwickt. Jetzt geht's nicht zu. Das bringt das dem Affen da hinten dann nichts, ne? Jetzt hat der Affe wirklich das Glück, dass der da runter... Wer ist denn mit mir unterwegs? Der komische vor mir da, okay. Was mache ich eigentlich mit der Bombe? Ah. Ja. Ja, das, dieses Scheiß, das Problem an dem Spiel ist, der hebt die Gegenstände dann auf, so auf, wie du sie nimmst, ja? Wenn du die Bombe mit einer Hand erwischt, hält das nur mit einer. Und wenn du es dann im Kreis rammst, rundiert er rund um die Bombe, dann müsstest du dich auslassen, dich umdrehen, sie backen, wenn er es mit beide hat, fängt sie zu brennen an. Genauso mit den Schaufeln. Wenn du zu der Schaufel von vorne hinkommst, nimm das vorne und kannst nicht schlagen. Du musst es wirklich zum Griff gehen und nehmen. Das erklärt er ihm nämlich im Tutorial und ich finde das ein bisschen... Ja, es ist nicht so schlimm, aber... Das schmeißt wirklich irgendwo hin, egal wo man hinzieht, das ist ja wirklich egal. Blub, blub. Am besten performt habe ich bis jetzt bei dem Entzug. Das Entzug ist bis jetzt am besten gegangen. Da habe ich auch was geleistet. Und Football. Football war auch okay. Da kommt eine Ente.
Und tschüss. Der Affe dreht sich damit. Aber jetzt. Mein Teamkamerad dürfte ungefähr auf meinem Skillniveau sein. Jetzt fehlt eigentlich. Au! Was soll man dazu sagen jetzt, ja? Was soll man jetzt dazu sagen? Ich komme auch da nicht drauf gegen die Strömung, so gescheit. Du musst urlang umdrehen und hoffen, dass er die Ausdauer nicht ausgeht. Also mal ehrlich jetzt. Ja, ich weiß jetzt allen, warum ich jetzt tot war. Weil eigentlich habe ich jetzt nicht. War gerade am Anfang auch nicht so viel Damage noch reingekriegt gehabt, eigentlich, aber okay. Los! Warum schießt er sich da drüber da oben, Alter? Ach Gott, na! Genau, einmal wie sie es die Laden, es geht, einmal wie sie es die Laden, es geht nicht. Die da unten saft eh ab. Yellow! Beweg dich wieder! Wie lange liegt der tot rum? Am wenigstens einmal Glück. Ich weiß nicht, warum das alle so gern haben. Okay, jetzt muss ich aber schon mal drauf machen, oder? Wieso kommt das da drauf? Ich kann nur nach oben drücken und klettern. Nein! Halt dich da hinten noch! Boah.
Sonst erwische ich die Antenne nicht mehr. Ah, das war jetzt knapp. Haben die das Team gewechselt? Wieso habe ich jetzt gewonnen? Ich habe gar nichts mehr. Das war ja auch mein. Ich war ja vorher mit dem anderen im Team. Naja, gut. Ich habe die ganze Zeit auf meinen Mitspieler dann eingeladen. Was glaube ich ja legal ist, weil wenn nur wir zwei da sind, gewinnt unser Team sowieso, aber eben der einzelne Spieler kriegt den Sieg angerechnet. Ja, ich habe gewonnen, ich bin gut. Zug fahren! I like trains. Mit der Katze. Nur mit dir. Es gibt ja nicht so viel, einfach nur so ein Ding nehmen oder so. Der ist ein bisschen heftig drauf, der Hammer, aber ich weiß nicht, ich kann den nicht. Ich treffe da ja. Jetzt ist er weg, wenigstens mal, aber. Au. Das ist mein eigener Typ, der mich da unter allem begräbt. So. Wieder da drin natürlich. Das ist gerade ein bisschen eng gerade alles. Katze über Bord. Passt. Das Gute ist, denen fehlt einer drüben. Deswegen sind die jetzt nicht so schnell, weil der Typ die ganze Zeit da anscheinend nichts anderes tun, als uns zu ärgern. Jetzt fehlt denen natürlich einer. Kannst du hier da weggehen? Ja, wollte ich sagen, schmeiß ihn runter. Danke. Hoppala. Sorry. Man kann aber den noch verharzen irgendwie, gell?
so. Die sind ja rot, die waren vorher blau. Kacke. Kann ich auch. Kann ich auch am Sack gehen. Nimm dich mit, wenn ich schon da runtergehe. Ich hätte ihn so gern mit rausgezogen. Na gut, das heißt, wir müssen auf der drüben Seite auch öfter die Bremse ziehen. Und so weg kann, das ist das Problem. Nacht, Ducky. Okay, das haben wir bei uns diesmal ziemlich verschissen. So, ich denke mal, das reicht für den ersten Tag von dem Spiel. Wir werden hier jetzt einmal pausieren und dann überlegen, was wir weitermachen. Heißt so viel wie YouTube, danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment, nicht vergessen, dranbleiben und ciao. Twitch, hier bleiben.